Und damit mal wieder ein herzliches Hallo, Willkommen, Moin Moin, Servus, wie auch immer, zu einem neuen oder zu einer neuen Runde in die Resantes. Heute mit russischem Gedöns, nein, keine Ahnung, das kann ich natürlich nicht lesen, aber ich nehme mal an, das soll Hotline Miami heißen, was ja nochmal unten drunter steht. Eine halbe Stunde werden wir spielen, mittendrin, statt nur dabei, nicht von Anfang an, weil ich habe es doch schon eine Weile gespielt. Und ich will es euch einfach mal ein bisschen zu Gemüte führen. Hat zwar auch schon der eine oder andere mittlerweile Let's Play getestet, wie auch immer. Aber ich dachte, ist doch ganz witzig, kannst du auch mal machen. Wie gesagt, wir sind ja jetzt auch schon mittendrin, nicht ganz am Anfang. Vielleicht ist ja von den einen oder anderen doch was Neues dabei. Was ist es? Ist ein Indie-Game, wie gesagt, relativ pixelig, relativ bunt und grell, aber auch schweinebrutal. Was eigentlich das Markenzeichen von dem Spiel ist, man sieht alles von oben, aber die Gewaltdarstellung ist trotzdem sehr explizit, sagen wir mal so. Deswegen auch nicht unbedingt so was für Kinder, mal gucken. Ja, wie gesagt, Hotline Miami spielt so in den 80er Jahren. Und wir sind meines Erachtens nach irgendein Auftragskiller und wir treffen mal irgendwelche komischen Leute mit komischen Tiermasken, die uns immer irgendwas erzählen, wo wir aber keine Ahnung haben, was die denn überhaupt von uns wollen, so richtig. Und zwischen den Gesprächen wird ja quasi die Vergangenheit von unserem Protagonisten, nenne ich ihn jetzt einfach mal, Revue passieren lassen, tun, wie auch immer. Und ja, und da sind wir halt so ein bisschen der Dreckwegmacher, so das Mädchen für alles. Ja, ich denke mal, die Story spielt da sowieso nicht so sehr die Rolle. Aber genug gelabert, wir machen jetzt einfach mal weiter. Wie gesagt, ich bin jetzt hier Chapter 10. Und was auch sehr cool ist, ist die Musik, finde ich. Ist halt doch ein bisschen funky, bisschen abgedreht. So, ja, und da sind wir jetzt auch schon im Spiel. Wir können uns immer am Anfang von jeder Mission hier so eine Maske aussuchen. Je nachdem, welche wir schon freigeschaltet haben. Die bringen halt alle unterschiedliche Attribute, Eigenschaften, wie auch immer. Ich nehme meistens ihn hier, einen Broadway. Da liegen nämlich mehr Waffen rum, das ist immer gut. So, ja, wie gesagt, von oben mit dem linken Stick, also ich spiele es jetzt hier mit dem Gamepad, weil es doch um einiges einfacher. Mit dem linken Stick läuft man, mit dem rechten Stick zielt man sozusagen. Dann RB schlagen. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Dann können wir uns nochmal ein bisschen umsehen. So, die Leute sind. So, dann wollen wir einfach mal durchbrechen. Mit A kann man jetzt hier noch seinen Schädel ein bisschen bearbeiten. Wo war nochmal was? Ne, ja, genau. Wir können natürlich jetzt hier sein Prügeleisen aufheben. Und da sind wir auch schon tot. Ja, wie gesagt, sterben tut man hier sehr, sehr oft, wenn man dann unachtsam seiner Wege geht. Den habe ich zum Beispiel jetzt gar nicht gesehen dort. Er steht zwar hinter einer Wand, aber das sind Glasscheiben und jetzt müssen wir wahrscheinlich ganz schnell durch. Boah. Wie gesagt, das ist jetzt auch schon ein wenig weiter vorn der Schwierigkeitsgrad. Demzufolge auch nicht mehr ganz ohne. So, scheiße, wie machen wir denn jetzt? Ja, jetzt hat er mich wieder erwischt. Nein, und er ist noch zu früh wieder aufgestanden. Alter. Ja, geht doch. Ah, jetzt kriegt er ja noch vor sich hin. So, jetzt aufpassen, dass wir nicht gleich wieder hier abnippeln. Aber die Waffen. Alter. Okay, das Level ist natürlich jetzt zum Zeigen gerade echt ein bisschen, hab ich. Oh. Guck mal kurz. Scheiße, jetzt komme ich nicht mehr raus. Hier, was ist denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Ah, das ist gar nicht mal schlecht. Jetzt haben wir wenigstens mal eine Pumpe. Man kann hier die Gegner auch ein bisschen anvisieren. Heftig.
Bleib draußen. Jetzt ist dort noch einer. So, gut. Haben wir schon mal ein bisschen geklärt wenigstens. Oh, scheiße. Bam. Ja, mit dem Anvisieren ist natürlich eigentlich relativ easy. Ich weiß auch nicht, ob das von Anfang an drin war. Ich dachte nämlich nicht. Ich dachte, das wäre erst neu, wo ich das letzte Mal wieder gespielt habe. So. Ah, hier sind aber auch ein Haufen Typen, ne? Mit Knarren. So. Ah, weg. Wir sind jetzt einmal so weit gekommen, da will ich jetzt ungern wieder abnippeln. Wir können natürlich jetzt einmal einen voll smooth Move machen. Smooth Move. Ein smooth Move. Mal die Typen einfach mal hier anlocken. Ja, die interessiert so Scheißdreck berufen. Klasse. Ha, da sind wir leer. Oh, ich treffe. Endlich, ey. So, Stage 1 clear. Gut, dann müssen wir hier schon mal nicht mal hin. Oh. Wie gesagt, es ist nichts für Zartbeseitete, weil hier geht es doch schon ordentlich saftig. Ach nein, wieder Glasscherben. Relativ saftig zur Sache. Wie man eventuell sehen kann. So, scheiße, das sind wieder Glasscherben. Das muss ich mir merken. Der sieht mich nicht. Was war er denn? Oh, ein Köter. Bis zum letzten Schuss geschossen. So, jetzt haben wir wenigstens die Fuzzis schon mal weg. Ja, mit dem Zielen ist aber jetzt wirklich relativ easy. Früher war das auf jeden Fall nicht. Das hat eigentlich auch den Reiz ausgemacht. Dass es halt nicht ganz easy ist, die ganzen Typen immer sofort zu treffen. Das macht es ja dann doch schon um einiges leichter. So, jetzt müssen wir wieder runter. Okay. Da lang. Okay. Ach, ein Keller oder was? Da waren wieder Glasscheiben. Klassisch. Für den letzten hat es nicht mehr gereicht. Geil. So, war's das? Wieso hat er nicht, jetzt hat er zum Beispiel nicht gezielt? Blöde Sau. Bam. Und da gab es einen Erfolg. Für was auch immer. Grüße. Nein! Scheiße. Und die Tür macht mich auch alle. Was wippt sie denn die ganze Zeit so hin und her? Die Hunde, ne? Die geben auch ganz schön Gas. Oh, was ist jetzt? Ich hänge. Ich hänge. So, ich kann einfach. Och nö. Mal wieder die Knarre leer. Ah, er steht doch nochmal auf. So, habt ihr jetzt alle? Ja, noch einer. Ist aber wieder leer. Oh, ey. Och nö. Hat der Hund uns noch das Hirn rausgelabbert, würde ich fast sagen. Alter, die Tür, ne? Das geht mir jetzt gerade auf den Kranz. Ja,
Wenn die sich mal alle nur gegenseitig die Tür an den Kopf hauen und dadurch verrecken die nicht. Jetzt haben wir es aber. So, jetzt gucke ich nochmal kurz da hinten. Da ist ja gar keiner. Ach nö, natürlich trifft er uns wieder. Oh. Klar. Vorführeffekt. Heute geht irgendwie wieder mal wie Jahr nichts. Ja, da kommen natürlich noch welche. So, wisst ihr was? Jetzt gehen wir mal unten lang. Na gut, überraschenderweise hat es jetzt gleich sofort hingehauen. Ist aber auch ein großes Level diesmal. Mann. Boah, habe ich ihn gekontert? Wieso ist er jetzt umgefallen? Ja, soll mir recht sein. Oh, hier sind aber auch viele mit Knarren. Das ist ja der Wahnsinn. Ah ja, nicht mal. Aua, das Bein weggefetzt. Mit der abgesägten. Ja, da ist wie so ein Big Boss drin. So ein schwarzer. Da kommt er auch schon. Ah, keine Chance. Solche abgesägten oder was? Kacke. Na gut, müssen wir halt damit Vorlieb nehmen. Da haben sie irgendjemanden auseinandergenommen dort oben. Voll fies. Ah, da habe ich wieder nicht aufgepasst. Okay, eng. Enge Kiste. Kacke. Ah, das ist auch. Ich das war. Boah, ja, und jetzt kommen sie natürlich. Ach ja, und jetzt kommen sie dort oben raus. Vor uns hat es sie auch nicht interessiert, ey. Ja, oh, schießt zweimal gegen die Tür, Junge. Oh, das ist ein Traum. Ja. Ich treffe ihn nicht, aber er trifft mich. Durch die Tür. Da könnte man sich auch wieder so schön aufregen bei dem Spiel. So, machen wir mal eine Lockaktion. Ja, natürlich hält er 5000 Schüsse aus. Was? Wieso habe ich keine Waffe mehr? Wieso habe ich keine Waffe mehr? Verdammt.
Komm, stellt euch alle im Reihen Glied auf. Pfstler. Ja, ne. Ach nee. Ich bin nicht mal auf die Uhr geguckt. Wie lang war denn? Ey, das ist so kacke, dass er hier nicht weiter nach hinten gehen kannst. Ich stehe ja wirklich am Rand, ich kann nicht weiter hinter. Das ist doch belastend. Wieso hat er jetzt wieder keine... Ich wär blöd im Kopf hier. Wieso hat er jetzt wieder keine Waffe in der Hand gehabt? Ach, er lebt noch, na klar. Da! Dann wieder keine Waffe. Er lebt noch, er lebt noch! Und da oben ist auch noch einer. Ja, komm. Das ist doch lächerlich. Bleib ja draußen, Fettsack. Ich bring dich um. Ja, natürlich, komm rein. Ein Glück, dass es den Fettsack dort nicht interessiert, ey. Was macht er dort, Patrouille oder was? Jetzt hat komischerweise ein Schuss gereicht. Na, klar. Leute. Warum muss ich mal einer tun? Ich muss die versuchen, irgendwie da anzulocken. Ja, natürlich erwischt er mich! Jawohl, das ist ein Topmann! Ich raste hier aus. Ah, Entschuldigung, Leute, es läuft gerade absolut nicht hier. Weil hätte ich auch nicht gesagt, dass es jetzt echt so ein riesen Level ist hier. Zum Zeigen. Überall matscht's rum ohne Ende. Nein, ich will ihn dort. Einen nach dem anderen hier. Die Schnauze voll. Und er hat schon wieder auf mich gezielt. Habt ihr das gesehen? Reflexe wie eine Katze. Eine Katze. Katzenreflexe. Ja, wo ist er denn? Ein Büsche. Jetzt kommen sie wieder alle. Wie die Fliegen. Penis. So, plus noch die drei dort hinten oder was? Komm, die müssen wir noch hinkriegen. Irgendwo Glasscheiben, nicht dass ich hier wieder ins Verderben renne. Komm, er noch. Ah, ey, und es ist immer noch nicht vorbei. Ich geh krach. Was ist denn das für ein Riesenlevel? Das gibt's doch gar nicht. Ah, Kapitel erledigt. Ein Glück. Ah, Gott sei Dank. So, da auch Zeit. Mann. Wo ging's denn hier raus? Ja, Hilfe. Da lang. Hier runter. Da. Ja, das war jetzt keine Glanzleistung, gebe ich zu. Aber die Musik ist gut. Würde mich an GTA
GTA Vice City. Also pink und grell, Neonfarben. Neue Waffe wurde freigeschaltet. Stufe C, super. Neue Maske, Willem, Affe. Und neue Waffe, Skorpion. Hammer. Okay. Ich weiß zwar nicht, wie man diese Waffen da verwenden kann, ob man die irgendwo mal finden kann. Das habe ich noch nicht ganz so ausgefunden. Ja, nach unseren Jobs machen wir dann immer so, stoppt mal im Videoverleih oder in der Pizzeria. Die dann immer uns schlaue Ratschläge geben. Was schaust du so? Hey, ich kenne dich doch. Du kommst mir bekannt vor. Haben wir uns schon mal gesehen? Er sah halt auch... Es hat halt alles den Anschein, als ob wir hier ein bisschen in der Parallelwelt wären, weil hier liegt zum Beispiel jetzt auch, das war ganz am Anfang noch nicht, hier liegt zum Beispiel jetzt auch hinter dem Tresen so eine Leiche bei ihm, er war blutverschmiert, er war sonst immer scheiße freundlich und jetzt macht er ein wenig ein auf zielspältig. Juni 89. So, jetzt sind wir wieder in unserem Apartment. Oh, ja, hier zum Beispiel, das hat das doch auch nicht normal, oder? Habt ihr schon mal so einen Typ bei euch in der Küche sitzen sehen? Ich will dich nicht mehr sehen, Arschloch. Pustet. Ja, wer bist du laut? Ich glaube, das ist er, den man in der zweiten Mission umlegen müsste oder in der dritten. So, hier, das ist irgendwie eine Quack. Mütte, hätte ich jetzt fast gesagt, die wir auch gerettet haben. So, unsere Aufgaben kriegen wir immer über das Telefon. Hier spricht Jim aus dem Büro. Ich wollte Sie daran erinnern, dass Ihr Bericht morgen früh fällig ist. Er muss Punkt 8 Uhr auf meinem Tisch liegen. 312 SE Street ist die Adresse, falls er es vergessen hat. Klick, 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 klick. Klick, 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 klick. So, ja, wir sollen jetzt quasi doppelt die Straße und mal wieder aufräumen. Dafür sind wir ja da. Deadline. So, was bringt uns denn der Affe? Ausrauben. Oh, keine Ahnung, machen wir einfach mal. So, mal kurz ums Haus schlendern. So groß ist es nicht. Ah, hier ist wieder ein Fahrstuhl. Und jetzt sind wieder ein Haufen Typen mit Waffen drin. Oh, er hat eine Schalke auf der Hand. Ganz smooth. Alter. Wie soll ich denn das machen? Die sehen mich doch sofort. Scheiße. 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 Oh, wieso treffe ich denn den einen immer nicht? Das ist ja Wahnsinn. Cool, jetzt habe ich ihn echt geil. Auch nicht. Die Mucke cool. Kann man sich bei Steam runterladen übrigens. Oh, scheiße. Weiß nicht, kostet glaube ich 8 Euro oder so um die Dreh. Ich glaube für 1 Euro mehr kriegt man noch einen Soundtrack dazu. Ich habe leider damals nicht mitgenommen. Würde sich aber doch empfehlen jetzt im Nachhinein, weil der ist echt cool. Nein, was geht da denn hin? Scheiße. Boah. Ich
Nö. Machen wir mal zurück. Ich habe allerdings jetzt nicht mal die Uhr im Auge behalten. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt schon haben. Da hinten ist noch einer, da muss groß kommen. Nein! Sie hat hier nicht, ja. Na, was ist denn? Kopieren ist jetzt nicht, Kumpel. So. Alle weg, alle weg, alle weg. So, hier sind überall Glasscheiben. Da muss ich immer drauf achten. Das übersehe ich immer gerne. Stufe geschafft. Sehr gut. So, nehmen wir uns hier noch eine neue Mumpel mit. Ach, und ich traf wieder nichts. Oh. Ja, guck mal alle, wie die fliegen. Ey. Scheiße. Hier ist nichts mehr, da sind wieder Scheiben. Überall Glasscheiben, das hasse ich. Ich hab's aber auch nicht. Wow, was? Von wo? Von noch weiter oben oder was? Ich hab die Tür in die Fresse gekriegt. Müssen wir nochmal so ein bisschen nachhelfen. Ja, da oben war das, die Sau. Penner. Penner! Man juckt's nicht mal hier. So. Ist doch bloß noch Erde, oder? Nein! Ich hoffe nicht. Nein! Oh. Ich dachte, er erholt mich jetzt noch. So, das war's schon. Das war wieder im Gegensatz zum anderen Level relativ kurz und knackig. Und das ist ja wieder ein kleiner Boss. Ja, okay, ich hab's geahnt. Das war jetzt, glaube ich, kein Boss, aber. Ach doch, da ist einer drin. Scheiße, ich habe keine Muni mehr. Ja. Lass mal seine eigenen Leute ab. Geh weg. Okay. Muss ich jetzt einfach fliehen? Oh. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Ja, wie jetzt? Das ist doch eine Finte. Da hat er noch zwei Mollys in der Hand. Da geht er gleich hoch, der Kunde. Ah, schon böse. Na gut. Ja, auch immer das wieder war. Wie gesagt, unser hat aber auch, denke ich, einiges Dreck am Stecken. Da benimmt sich doch teilweise schon ein wenig merkwürdig. Siehe eben. Drei Minus. Ah. Peter! Unicorn! So, was haben wir denn jetzt? Ziegelstein. Oh, dann sind sie auch immer alle mehr am Sterben. Hey du da! Heute Abend noch VIPs. Du sollst eine Fliege machen. Also, ja, ich sehe es. Ich sehe deine Was zum Teufel schaust du so an? Hustet. So viel zu VIPs. Na gut, viel Spaß noch. Ohne mich. Part 4. Ah, jetzt sehen wir wieder die Kunden, glaube ich. Connections. Ach nee, doch. Wo sind wir denn jetzt? Oh,
da sitzt einer, auch mit einer Maske. Oh, und unsere Freundin ist hinüber. Ah, da bist du ja. Ich hatte mich schon gefragt, wann du wohl zurückkommst. Gut, dann bringen wir das jetzt hinter uns. Was? Okay. Ja, wie gesagt, das ist alles ein wenig abgespaced. Sieht so aus, als wärst du noch. Da wären nur noch wir beide übrig. Sicher wird dir nun klar sein, dass dies nicht gut enden kann. Schon bald bist du ganz allein, aber das ist in Ordnung. Bevor wir uns verabschieden, verrate ich dir ein Geheimnis. Was du von nun an machst, wird zu nichts führen. Du wirst nie das vollständige Bild erfassen. Und das ist allein deine Schuld. Du musst jetzt gehen. Am Ende dieses Gangs wartet ein warmes Bett auf dich. Dir könnte etwas Ruhe nicht schaden. Wenn er das sagt. Ah, sind wir in der Klapse oder was? Iiii. Kopfschmerzen. Sie ist bereits tot. Hey Donk, wann wird dieser Mistkerl wieder aufwachen? Keine Ahnung, er liegt schon seit Wochen im Koma. Aber er wird doch aufwachen, oder etwa nicht? Das ist der Hauptverdächtige in einem Kapitalverbrechen. Pass auf, meine Einschätzung ist so gut wie ihre. Ich kann sagen, dass es noch lange dauern wird. Seufz. Es ist nach der Operation noch nicht ganz gesund. Entschuldigung. Gibt es denn nichts, was sie tun können? Wir brauchen ihn. Ihr habt gesagt und seine Freundin nicht gerettet. Ich meine, wir haben den Täter, der sie im Umkleideraum erschoss, aber das Arschloch gibt keinen Ton von sich. Und weshalb glauben Sie, dass dieser Kerl was sagt? Boah, das ist alles voll schwammig. Wir sollen jetzt aus dem Fenster fliehen oder was? Hey, wo glaubst du, gehst du da hin, du Arschloch? Wir sollten dich besser in Verwahrung nehmen. Oh, ist das alles schwammig. Hier rein? Nö. Zu starke Kopfschmerzen. Da bist du. Hey, lass das. Du darfst nicht draußen sein. Geh in dein Zimmer zurück, sonst rufe ich den Sicherheitsdienst. Scheiße. Wir uns also, wow. Auch von dem nicht, aber ich lass mich. Sitzen einer, da müssen wir hin, okay. Scheiße, was? Er sieht uns? Okay. Halt, falsch. Lass mal warten, bis er da wieder oben ist. Natürlich jetzt sowas, was ich gar nicht gerechnet hätte. Ja, so eine kleine Stealth-Einlage mit hat. Hätte ich ihn jetzt umhauen können eigentlich? Was? Ach jo. Durch die Scheibe oder was? Ach ja, jetzt sieht er mich auf einmal auch. Was? Hä? Willst du mich verarschen, Junge? Die ganze Zeit hat er mich nicht gesehen. Dreimal probier es noch. Dann machen wir erstmal einen Cut. Weil das ist ja eine Stunde gefühlsmäßig zumindest auch rum. Ich hoffe, das ist dann auch so. Ich geh mal kurz. Ist hier unten noch was? Kann ich nicht einfach durch den Fahrstuhl abhauen? Was soll ich denn dort? Was liegt denn dort, was ich unbedingt brauche? Kann ich ihn umklappen?
Da sieht mich doch jetzt trotzdem dort oben. Oder nicht? Yes. Hä? Das ist doch nicht meine Tür. Hey, hast du eine Tür? Kann ich hier nicht raus? Okay, und jetzt? Ach ja, jetzt sieht er mich wieder. Ach Leute. Na gut, wir machen erstmal einen Cut. Ich glaube, ihr habt einen ganz guten Eindruck von dem Spiel bekommen. Ich werde das hier immer noch ein bisschen probieren. Das ist gerade irgendwie ein bisschen Sackgang. Aber was will man machen? Müssen wir durch? Ja, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wie gesagt, für Kinder ist es vielleicht nicht unbedingt was. Die Story ist auch relativ abgedreht. Ich sehe auch noch nicht so wirklich durch, um was es da eigentlich gehen soll. Ich hoffe, das wird am Ende dann alles ein bisschen schlüssig. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht Daumen hoch, Daumen runter, Abo, schreibt was, wie auch immer. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei den Brain Bonbon. Bis später und schönen Tag noch. Tschüss.